you no more. You never seem to call me lately. But I don't think she knew me. So, und wieder zurück bei Hogwarts Legacy. So, gucken wir gerade mal hier mal. Sind wir stehen geblieben? Selber gerade nicht. Achso, ich hab ein bisschen durchgescrollt. Ich habe ein bisschen die Outfits ein bisschen rumgeklimpert. Ja, nehmen wir mal gerade mal weiter. Sicheren Ort als Hogsmeade? Ja, Sherlock. Die Sherlock Holmes Action. Aber wo muss man denn jetzt hier hin? Man kann mal gucken. 400 Meter sind ein bisschen weit zu laufen. Hier kommen wir den Checkpoint mit. Die müssen wir nicht sammeln unterwegs. Ich finde das Outfit ganz cool von der Vorbesteller. Socks. Okay. Aber mitnehmen hier. Ah, die kann man gar nicht mitnehmen. Die Quietscheenten hier. Ist hier nicht das gesperrte Gebiet? Wo ich nicht reingehen sollte? Wir trotzdem mal rein. Gucken wir mal, was es hier auf sich hat. Der ist richtig stark, muss man sagen. Starke Gegner dabei. Man sollte keinen Eintritt kaufen. Ja. Schwarzer Magier. Da oben haben wir wieder Bösewichte. Töte ich doch schneller als ein Mond. Wenn das nicht so wird, wenn es ohne Schwert ist. Mal gucken, ob wir den hier wegzaubern könnten. So. Gar keinen Zauber anwenden. Hoi, hoi, hoi. Akio reagiert er ja gar nicht. Ah, okay, das ist nett. Haben wir hier die Wegbomben. Hey, wo kommt der her? Ja, als Hund verkleidet. Gehen wir den gerade mal in die Stulle. Die Sachen hier einsammeln. So. Du hast echt wo bist den Verstand du? Eines Trolls. Redukto! Ah, komm hier. Uiuiui. Ist ja gar nicht mehr auf hier. Oh, da Hundis. Ein Hund zum nächsten. Mal mit. Na, der nächste. Oh. Gezaubert. Können wir hier das jetzt wieder aufbauen oder wie läuft das hier? Wo waren noch mal meine Kinder? Die kann man einsammeln. Perfekt. Oben ist noch eine. Komm mal her. So, auch weg.
Ja, du kommst auch mal her. Hab ich's leichter. Sehr schön. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. Kann mal gucken hier. Wir haben hier was Schönes. Noch einzusammeln. Ein bisschen Geld, ein bisschen dies, ein bisschen das. Wäre das schon mal geplündert. Oh, gehen wir mal weiter. So, da liegt auch noch. Perfekt. Können wir mitnehmen. Hier ist der Ghost. Dann fragen wir den mal. Ich sollte ein andermal wiederkommen. Ah, ich muss den Entwaffnungszauber lernen. Oh, wow, oh, wow. Oh. Okay. Ja. Dann sind wir umsonst hier hin, tatsächlich. Mal gucken, wo man den hier erlernen. Entwaffnungszauber. So wie ich sehe, haben wir hier erstmal nichts. Ja gut, dann müssen wir gucken. Hogsmeade. Dann gehen wir nach Hogsmeade. Gucken wir mal, ob wir hier eine Schriftrolle bekommen. Vielleicht ist da der eine oder andere Zauber dabei. Waffnungszauber. Was fehlt hier nochmal dran? Ja, kann man gucken. Nochmal. Upp. Ich glaube nicht, dass das jetzt geht. Vielleicht später. Ja. Dann nehmen wir doch gerade mal eine Schatzgewölbe, wenn wir eh schon hier rumlummern. So der ist noch nicht so weit, das weiß ich jetzt auch. Aber nicht schlimm. Ja, bestimmt dann wieder. Kann ich das jetzt schließen irgendwie? Gar nicht, okay. Sieht interessant aus. Okay. Warte, furchtbares hier. Ah, okay. Kann tauchen, dann kann ich wieder rüber tauchen. Ah, das ist schön, okay. Cool gemacht. Und tauchen wir wieder rüber. Erfolgreich geplündert. Mit dem Springbrunnen hier. Wenigstens kaputt. Immerhin. Ja. Würde ich sagen, gehen wir gerade mal gucken, ob ich hier in Hogsmeade irgendwas bekomme. Ich laufe mir mal weiter. Gibt es nichts zum Schnellreisen hier zufällig? Was ist das? Verena der dunklen Künste. Oh, das hört sich auch gut an. Dann gehen wir gerade mal hier hin. Das auch nochmal mit. Wer weiß, kann man vielleicht gebrauchen. Wie kriege ich die Anzeige da jetzt nicht mehr weg? Bisschen ärgerlich. Aufträge. Folgen wir nicht länger. Der Aufgabe nach. Gucken wir mal. Ob wir die machen können. Uiuiui. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Bringen wir es hinter euch, ja? Ich habe viel zu tun. Ja, die nehme ich auseinander. Kein Problem. Mehr hast du nicht drauf, was? Netter Wolf.
Der wäre schon mal weg. Arena der dunklen Künste. Kann ich irgendwie auch nicht hier beitreten, oder wie? Schade. Wir müssen ja, glaube ich, die Dinger alle zerstören. Zwei. Und jetzt? Ah. Okay. Jetzt funktioniert das. Ist ja schön. Eintreten. Unsichtbare Wand. Eintreten. Bereit? Der 1. Okay. Versuch es mir nicht allzu einfach zu machen. Glaub nicht, dass du das hier überlebst. Die krieg ich alle noch so hin. Kein Problem. Und den Künstler, die sind aber echt krass. Oh. Das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Einfach nur krank. Gut gemacht. Der Kobold hier. Übersehen. Ein unverzeihlicher. Fake. Ein Anhänger weniger. Das ist ziemlich gut. Das ist ja ziemlich gut. Hast du wohl verlaufen? Gerne danke. Hast du dein Testament? Konfingo. Das war ein schwerer Fehler. Erwartet ihr dann? Klar, ne? Wir sind halt dann. Gehen wir auch noch mit. Oh, da habe ich vergessen zu drücken. Ja. Kobolde ohne Ende. Anspruchsvoll, muss man sagen, anspruchsvoll. Oh, ein Kobold. Kampf der Kobolde. Ja?
und weg. Oder auch nicht weg. Ah, der ist schon heftiger. Lass sie mitnehmen. Weg ist er. Welle abgeschlossen. Uiuiui. Du hast doch Laura Treffel befreit. Das ist meiner. Heftig, Herr Riese. Uiuiui. Oh, wer kämpft noch mal eine Runde für mich? Aufgabenverteilung machen wir. Für dich. Für dich. Oh. Sieg. Auf jeden Fall spannend. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Das ist ein kleines, gutes Gemetzel. Boah, anspruchsvoll. Ausweichen ein bisschen dies, aber noch machbar. Tatsächlich noch machbar. Und hier viele Palle hier. Das ist gar nichts. Den dunklen Mächten. Kriegt man die irgendwann hier auch? Oh ja, hier die ganzen roten. Und die hier. Vater Kadabra. Boah, die sind gut. Gut. Mal abwarten, wie man die freischaltet. Aber ja. Gut. Also kann man gucken, was ja die Mission war von den Aufträgen. Wenn wir die bekommen. Gegnerische Angriffe wirke. Incendio auf Gegnern. Incendio. An der Incendio.
der nochmal? Habe ich den nicht drin? Das ist der Rakius, Akio, Rumus, Enzio, ah, das ist der Feuerriche. Okay, dann gehen wir mal kurz gucken, ob wir hier Gegner haben. Wer ist denn hier? Incentive. Du regst mich auf hier. Ausweichen, damit wir dann nochmal hier wirken können. Ende Gelände. Müssen wir noch zweimal wirken. Wohin? Oh, wir sind voll, glaube ich. Oh ne, haben wir doch eingesammelt. Hier oben. Ist eigentlich, wenn wir den nutzen jetzt. Bin mir gar nicht sicher, ob das so funktioniert. Auf dem Kontrollpunkt. Auch gerade mal mit. Oh je. Spinnen. Die haben wir ja vermisst hier. Spinnies. Oh. Oh. Kommt der Big One. Okay, das geht auf kurze Distanz. Sind wir soweit? Oder wo haben wir noch einen? Oh, da. Okay. Wäre das zumindest schon mal vorübergehend? Hätte ich. Kann man hier durch? Gewusst wie. Gewusst wie. Wer sagt, dass er sich mit mir anlegt an den verschiedenen Gräbern? So. Ich weiß, dass du aggressiv bist. Ich weiß, dass du die dunklen Künste nicht schreibst. Ach, hier. Damit hält das. Au. Mal eine Ziege draus. Ins Händchen. War eine knappe Action, irgendwie war das da mit diesen magischen Zaubern, war das irgendwie ein bisschen besser. Gut, wir nehmen uns den noch in Angriff. Ja.
Also ich war sein nebenher. Schlürfen. Ich habe deine erbärmliche Magie gesehen. Ich habe keine Angst. Du setzt das dunkle Licht. Hack hier. Hack hier. Oh, ich bin gestorben. Uiuiui. Deine Reise ist beendet. Ja, ich guck mal gerade, wo wir den letzten Checkpoint hatten. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Eigentlich sollten wir immer so ein bisschen davor so einen Quicksave machen. Oh, ich hoffe, der war jetzt nicht weit zurück. Okay, geht ja noch. Gucken wir gerade nochmal an. Muss gleich ausgemerzt werden. Gucken. Wo hier dauernd einer kommt. Diese Fliegenball. Oh. Dieses Mal lief es irgendwie besser. Ja, schade. Gut. Wie gesagt, kleine Herausforderung muss immer sein, so zwischendrin. Das ist ja langweilig. Gut. Haben wir das auch mal hier geplündert? Weiterlaufen. Welt. Überbewertet. Mal oben entlang. Unterricht. Okay, wir haben Unterricht. Müssen wir gerade mal dahin. Gucken, wie wir dahin kommen. Unser Checkpoint sagt, wo wir hin. Irgendwo. Nein. Da ist er drin. Hier rein. Können wir immer noch laufen, notfalls. Ein paar Meter. Sprinten wir schnell hin. Mal gucken wir mal, was wir daraus machen. Dich. Oh, einmal aufmachen. Oh, schön. Können wir doch irgendwas machen, damit die Kapuze hochgeht. Das kann man gucken. Die Maske, die sieht irgendwie oh ja, so lala aus, ne? Wir scheinen Kapuze an. Wie ein Assassin dann. Ja, kann man das auch bei den Masken? Wo waren das? Hier. Erscheinung. Mehrere zur Auswahl. So. Eigentlich auch ganz ordentlich aus. Nehmen wir gerade die mal mit.
verdecken das Gesicht. Kindliche Gesicht. Aber ich weiß nicht. Draußen sehen die nicht aus. Gar nicht schön. Gar nicht schön. Bleiben wir doch klassisch lieber bei was anderem. Wie denn hier noch alles? Holen wir das Kindgesicht zurück. Perfekt. Also, hier wollte ich doch rein. So. Und weiter im Geschehen. In den Unterricht. Ja. Bin ich mal gespannt, ob wir hier den Entwaffnungszauber bekommen oder nicht. Außerschulisch wird man hier unterrichtet. Auch nicht schlecht. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich... Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Oder? Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. So. Ah, okay. Gute Abend. Entwaffnung. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Die Puppe. Ich überlege gerade, wo wir den raufmachen. War das Schweben, das war das Wegmachen. Dann machen wir den auf Y. Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Ach hier. Leviosa. Expelliarmus. Mal ein bisschen üben machen. Ah, dann kann man jetzt weg. Perfekt, und dann hat er den. Perfekt, okay. Wir sind ausgelernt. Dann können wir gleich wieder reisen. Auf die Weltkarte und verfolgen unsere Hauptstory. So. Sagen wir mal gerade mal hier hin. Zu den Spinnen. Die Spinnen waren das an der Stelle. Wenn mich nicht alles täuscht. Die Spinnen. Ja, das waren die Spinnen. Nehmen wir gerade mal das hier. Und dann laufen wir mal. Die Spinnen haben wir ja gerade eben schon besucht. Die brauchen wir jetzt nicht nochmal. Irgendwie die Zauber, die laden mir irgendwie langsam. Also irgendwie zu langsam. Ich möchte die eigentlich dauernd drücken können. So zack, zack, zack. Wo war er denn? Hier. Warten. Also geht es nur, wenn es dunkel ist. Ich. Wie versprochen. So sieht man sich wieder, Richard. Okay. Jackson. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Auf der Suche nach Abenteuern im Verbund. Schön gesagt. Folge mir. Halte Ausschau nach einem. Wie du dir denken kannst, habe ich. Okay. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja. Es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich. Ich kann mir so richtig vorstellen, dass jetzt hier irgendwie ein paar Gegner aus der Ecke springen. Ja, hier ist das Spinnengebiet, wo wir gerade eben schon waren. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein.
Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ich muss einfach weiter. Gibt's noch einmal? Ja. Spinnies gibt's nur einmal. Kein Problem. Für einen Dieb ist Jektor überraschend verlässlich. Okay, ja, okay, wenn da kein Gegner mehr kommt, soweit. Passt ja. Dunkel hier. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Gut aus. Da, genau wie Jektor es beschrieben hat. Aha. Revelio. Lüstere das Passwort. Ah, jetzt kommt ein bisschen so eine Snake. Hallo. Hier draußen wird euch niemand hören. Ranrock wusste, dass du uns zu dem führen wirst, was du versteckst. So. Jetzt ziehen wir den erstmal aus. Diese Anhänger werden Randolph nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jektor mich geführt hat. Blut tut gut. Dann gehen wir mal rein. Jektors Grab. Auch irgendwo und nirgendwo sein Grab. Sieht schön aus. Wie groß dieser Ort Sterbe sein mag. Oh, alles mitnehmen. Einfach mal drauf losgeschossen. Dorthin muss das alles führen. Ah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Ja, können wir ja schon. Oh, Spinnenarmee. Oh, Spinnies. Meistert, ja. Finde alle fehlenden Seiten. Oh, Spinnies. Spinnies ohne Ende, ja. So. Entwaffnet in der Luft. Noch ein Rätsel. Wenn Jektor es lösen konnte, kann ich das auch. Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Revelio. Perfekt. Eine Brücke nach der anderen. Ah, schön. Ja, ganz geschmeidig durch.
Oh, Geld geht immer. Eine Frage. Oder kleinen Spinnis hier. Spinnilies. Was sind da schöne? Ruhen immer gern gesehen. Am solchen schönen Örtchen hier. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Dass Jack dort da nicht runtergefallen ist. Und einmal ranziehen. Oder hätte ich darüber müssen? Geht auch. Ich bin froh, dass Richard Jack dort etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? So, gehen wir noch schnell hier rüber. Dann habe ich auch noch irgendwas in der Richtung. Gucken. Inzent. Aha. Spinnies. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Ja. Sehr schön. Alles immer mitnehmen. Wenn man schon hier rumläuft, kann man es auch immer einsammeln. Dauert gelegentlich ein bisschen länger, keine Frage. Aber sonst nicht. Schnell lösbar. Und weiter geht's. So wie hier die Spinnels. Oh. Das ist auch schon mal. Oh. Spinni. Aha. Ärgern. Sehr gar nicht. Seltsam. Auch mitnehmen. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Reveal.
Revelio. Wie komme ich da hoch? Ja, ist okay. Gut. Von hier nach da. Und von hier nach da. Dann von da nach da. Anscheinend muss ich darüber springen. Okay. Mal darüber. Einen kleinen Zwischenstopp. Ist ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Noch mal weiter. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Ja, sehr viel Schnickschnack. Ich glaube, das brauchen wir aber auch nicht alles abklammern. Reicht uns so weit vorerst. Mal weiter. Wupp. Hier entlang, glaube ich. Hier runter. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Stimmen? Wir können Richard Jackdaw nicht enthauptet haben. Okay. Ach hier. Ich bin, komm hier oft zu nah hier. Extrem nah. Big Boomer. Ja. Big Boomer. Nicht nett. Nochmal ein bisschen Geld mitnehmen. Ist wieder irgendeine Tür? Irgendwie. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Eins, zwei. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo ist drei? Ah, okay. Ich dachte, da gibt es insgesamt vier. Dann ist doch nur drei. Oh, schön. Schönes Grab auf jeden Fall. Der geistert immer noch rum. Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Und an die Seiten. Da ist Jackdaw, so tot wie eh und je. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Revelio. Oh, nö.
Also wir wachen. Die hatten wir ja schon mal. Waffe nicht mehr. Oh, jetzt kommen drei Riesen. Boss. Auch mächtige Gegner können damit entwaffnet werden. Wie gesagt. Und jetzt kommt Vorgeschmack gleich so auf einmal. Verschwunden. Das ist unheimlich. Was war denn das? So, wir haben ja nichts mehr, nur noch ein bisschen Geld hier neben liegen. Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Schön. Wir sind durch. Wo bin ich? Oh nein, der Raum wird ja geflutet. Ja, Hammer. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Oh. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Gut, hier lang ist schon mal falsch. Ach, jetzt darf ich da wieder hin. Eieiei, ich war da gerade eben dort. Schlimm, schlimm, schlimm. Hat schon gedacht, muss ich irgendwo anders rausfinden. Aber gut. Wo bin ich hier? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ein Riesenraum. Oh, was kommt da jetzt? Bilder? Einfach nur Bilder. Kann das sein? Oh. Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte sie her.
Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Na gut, ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Perfekt. Oh, ja, okay. 9 verfügbare Talentpunkte. Zaubersprüche, dunkle Künste. Erhöhe die Fähigkeit in den dunklen Künsten. Haupttalent. Aktivität, Schleichen, Raum der Wünsche. Was ist ein Raum der Wünsche? Kampfpflanzen, ja, die benutze ich eh nicht so. Ich bin eh gerade eher so ein bisschen auf Pam, Pam, Pam. Ja. Dann gehen wir hier mal rein. Was haben wir denn hier? Mini. Kann man gucken. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Gefällt mir, was das? 3 auf einmal. Ah, das war für den Zauberspruch. Einsatz von Incentio. Ah, okay. Okay. Kann man den hier mit? Die habe ich eh gerade momentan immer dabei. Dann gehen wir hier, dunkle Künste. Und ich sowieso. Fallen mir eh am besten, die dunkle Künste. Dann richtig Spaß, Heckmeck zu machen. Gut, Hauptteil. Was ist Zauber? Okay. Okay. Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entfernten, entwaffneten Gegnern. Okay, okay. Ein Zauberset, okay. Halten und wechseln. Hört sich ganz gut an, ein Zauberset. Aber wenn man das wählt. Oh. Okay. Erfolgreiche Protego-Zauber. Wir werden die alte Magie hier. Was Schönes? Ich weiß gar nicht, kann mich da gar nicht entscheiden. Ich nehme da jetzt einfach mal irgendwas. Wir leveln eh momentan gut. Reichen, da geht eh nicht viel. Das passt schon. Gut. Lasse die Kartenkammer. Jetzt habe ich wieder einen Erfolg bekommen. Talentpunkte. Wenn man 5 Talentpunkte ausgibt, bekommt man hier einen Erfolg. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Ihr Handbuch ist ja wirklich. Kartenkammer, ja. Befindet sich Hogwarts, so wie es aussieht. Mir immer daran, dass so viele Treppen sind. Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Los auf Stufe 1. Ach hier.
alles mitnehmen immer. Ja, auch gerade mal mit. Ein Zufall gerade. Was ist da in die Truhe? Ach hier. In Zentrum. Expelliarmus. Irgendwann noch mal so ein Zauber oder ein anderer Zauber. Mal gucken. Ja, ich muss ja, ich verlaufe mich hier die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wo muss ich her? So, und können wir markieren? Hier rum. Ah, okay. Jetzt hier weiter. Schon machen. Warten auf den nächsten Tag. Auf jeden Fall hammergeil. Muss ich dich in die bösen Zauber hier freischalten? Das weiß ich nicht. Ein bisschen tricky. Aber wir gucken. Und dann fangen wir an. Alle nehmen sich einen Besen. Oh, kann ich ja gleich einen Besen um? Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Cool. Bitte, begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Looping werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung, treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt sie! Hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hallo, Holmes, komm! Hoch! Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es sie direkt vom Besen. Okay. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Oh. Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Ich brauche einen eigenen Besen. Steuerung beim Fliegen ist ein bisschen gut gemacht, ne? Das ist okay. Hätte mir jetzt schlimmer erwartet, so komplett gut ausgefallen. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Oh, direkt ins Fortgeschrittene. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Diese Aussicht. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Oh, das geht richtig gut. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt.
Gut, dann kann ich jetzt die ganze Zeit fliegen, das wär's ja. Das wäre richtig optimal, da müsste ich nicht mehr laufen. Dann kann ich auch noch mal ein bisschen rumwackeln und hier auch. Man kann mit beiden ein bisschen sich bewegen. Hier so. Hey. Gut gemacht auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass man so rumfliegen kann. Top Speed hier. Arena durchqueren. Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herr. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein. Dem kann ich nicht widersprechen. Einen kleinen Umweg. Folge mir. Einfach mitgehen. Egal, ob es Ärger gibt. Bitte mir nach. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Okay. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Da sind die Gärten. Wer mich hier rumschickt. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Kann Everett so schnell fliegen? Ist die Mission verkackt hier gerade? Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Oh. Da ist die berühmte des Jahrhunderts. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Wollen wir den Quidditch spielen? Richtig mies Ärger hier bestimmt. Schon entlassen. Geben wir schnell die Besen ab. Steig hier ab. Und wo waren Sie beide? Oh, hallo Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Kloppen. Ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch! Das war recht gut geflogen. Ja, recht gut geflogen. Sehr schön. Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ah. Ja, das hört sich doch sehr schön an. In
Hogsmeade. Da fühle ich mich gleich dazu hingezogen. Ja, der neue Eröffnung. Dieses Scherzartikel. Hier, was ein Besen bietet. Gucken wir mal vorbei, was so ein Besen kostet. Vielleicht haben wir das Kleingeld schon dafür. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir ein paar freigeschaltete Klamotten, wo wir verkaufen. Auf geht's nach Hogsmeade. Guck mal, ob der schon offen hat, der Händler hier. Ah, ein neues Gesicht. Wunder. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren... Der Laden ist zu, seit die Handels... Und bin gerade erst wieder zurück. Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Ja. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung... Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ja, dann gucken wir mal. Was suchen Sie heute? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Höchster Qualität? Was ist das denn für feurig. Blutsprintbesen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ich weiß nicht, der erste. Feurigen Temperament. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ja, komm, wir nehmen den einfach. Er hat ja nichts Besseres. Sie werden den gerade mal mit. Lieben. Das verspreche ich Ihnen. Würde ich sagen, ist auch schon wieder weg hier. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ja. Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues mit. Die ideale Möglichkeit. Dann könnte ich dir. Okay. Klingt interessant. Dank, die Wettflüge. Perfekt. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Gut. Kann ich jetzt hier direkt mit dem Besen losfliegen? So, nach dem Motto Feuer frei. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Nein. Privet. Auch nicht. Ah, das wusste ich gar nicht. Der zeigt dann den Weg so. Ah. Cool. Okay, haben wir hier so einen Besenrufzauber? Enemene Mai. Nee, es gibt auch kein Enemene Mai. Ah, hier ist der Besen, wie ich sehe. Kann den hier nicht benutzen. Oh, ein Vogel. Und was ist das andere? Ist das ein Drache oder ein Hund oder irgendwie so? Mal gucken, ob man die irgendwie rufen kann. Müssen wir gerade mal schauen. Ich will gerade mal hier in den Kleidungshändler noch gehen. Sachen hier verkaufen, wo ich hier habe. Ausrüstungsmäßig. Die alten Sachen mal anprobieren, anschauen. Kann ich irgendwie nicht benutzen, warum auch immer. 14. Oh, okay. Schlechter, das ist auch schlechter. Sehen die optisch aus? Ja, okay. Hat sich erledigt. Hüte. 30, 26. Und er hat das. Ja, sehr schön. Ich wollte schon immer so einen haben.
Eigentlich nicht, aber... Oh nein, falsch verdrückt. Ziehen wir einfach aus hier. So. So haben wir auch nichts Neues. Mäntel. Auch noch nicht frei. Fragezeichen. Fragezeichen bringen Sie zum Raum der Wünsche, um die Qualität zu enthüllen. Raum der Wünsche, ja. Habe ich auch noch nicht gefunden. Oh, das sieht schön aus. Muss man sagen, dem, wo wir hier gefunden haben, sieht echt top aus. Ich muss mal kurz den ausziehen. Wenn wir hier unten noch irgendwas haben, ist auch bestimmt ein Fall für Raum der Wünsche. Ja. Sieht gut aus. Ja, haben wir. Ist auch nochmal besser. Der aus. Okay. Also komplett in Schwarz. Geht eigentlich auch. So. Okay, wir haben jetzt das, was wir anhaben wollen. Passt nicht dazu. Schade eigentlich. Hätte ich ihn angelassen. Aber nun gut, haben wir einen neuen Stab? Wir auch nicht. Okay, dann würde ich gerade mal den dran lassen. Hier unseren Basic. Überschüssigen verkaufen. Auch hier kurz gucken. Wie ich hinterher. Sehr schön. Der Wegweiser. Hallöchen. Lust auf eine kleine Stilveränderung? Wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Ja, das sehe ich ja jetzt optimal. Muss ich gerade mal raus und das nochmal ausziehen, damit ich alles sehen kann. Hopp, 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 hopp. Hopp, hier war das. Ablegen und zurück, zurück. Ein bisschen schneller machen hier. Wenn Sie in der Gegend sind. Nicht so viel Sieht Zeit aus, verbrauchen. Als wäre es nur für Sie gemacht. Okay, ja, sieht schon schnuckelig aus. Keine Frage, keine Frage. Und was ist das? Ganze in Blau. Sieht aus, als wäre auch es nur schlecht. Für Sie gemacht. Langer Mantel kann man auch lassen. Okay. Oh. Aha. Wäre er nicht in Blau, würde ich ihn direkt mitnehmen. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Auch nicht schlecht. Ah, das sieht schon wieder so aus. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Das ist ein Umhang. Nee, Schal. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Schotten. Schottenrock. UL? Ah ja, das sind ja die, wo ich hab. Okay, na gut, dann verkaufen wir mal den Rest, was wir hier noch übrig haben. Das hier. War auch nicht mehr ansehbar. Auch nicht so das. Auch nicht. Auch nicht. Noch interessant werden hier das eine. Fragezeichen, weiß ich jetzt halt auch nicht. Gut, dann besitzen wir hier 2000. Weiß nicht, ob ich mir den erwerben soll. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Legendäre rabenschwarzes Gewand. Das ist. Wir kaufen das mal. Das ist auch gut. Wir nehmen den an. Das ziehen wir auch wieder an. Sieht eigentlich so schlecht, sieht er gar nicht aus, wenn wir den kombinieren mit unserem Umhang. Ja. Wir doch lieber bei dem. Jeder
Bösartiger sieht das aus. Okay, dann sprich mit dem auf Quidditch-Feld. Dann gehen wir da mal hin. Gucken wir, ob wir da außerhalb irgendwie vielleicht diesen schwingen können. Da wäre nichts schwingen. Hoffen mal die Richtung. Bisschen drin. Vielleicht geht es da besser. Oh. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Auch nicht. Jetzt. Ach, ist das cool. Ja, gut. Schnellreise hat sich somit erledigt. Unseren feurigen Gefährt. Runter hier hoch. Mal noch ein bisschen lenken. Jetzt da ganz nach oben und absteigen. Oh, das wird eng. Theoretisch könnte ich jetzt hier drauf. Oh, hallo, lass ich mal hier drauf. Und dann könnte ich hier absteigen. Ah, nicht verfügbar. Oder eigentlich? Hier? Auch nicht verfügbar. Das ist nun wirklich für den Boden geeignet. Höhe. Melderay? Ach ja. So, wir reden nochmal schnell. Weiß nicht. Du bist. Es reicht. Ich halte einen Rick. Slytherin geht. Ach, warum nicht? Ich freue mich schon. Oh. Aber ich bin noch gar nicht so gut darin. Hier mit dieser Lenkung tatsächlich. Wunderbar. Oh, voll am Konzentrieren, ja. So bekommen. Ein verpasst. Bin eigentlich voll dadurch, aber komischerweise verpasst. Jawohl. 6 Sekunden Strafe. Neue Bestzeit. Ist okay. Profi-Talent von Anfang an kann man ja auch nicht immer sein. Du hast doch geschummelt. Es ist noch nicht vorbei. Ich geschummelt. Ich hab die Ringe verpasst. Du bist. Herausforderung angenommen. Aber mach dir. Versuch doch dich. Melde dich am Podium. Wir sehen nächstes. Melde dich am Podium.
Mimimi und hast du nicht gesehen? Und hier war das, so war das. Sicher gern, wie ich mich geschlagen habe. Gut, dann müssen wir jetzt zu dem zurück. Ah, hier, so war das. Ei, manchmal habe ich das noch gar nicht so drauf. A nach B. Komm schon, schneller mit dir. Ah, ist schon cool, mit dem Besen hier rumzuheizen. Aber sogar. Denn hier. Nein. Nein. Kann ich nur links, rechts lenken. Aber wenn ich mit dem hier. Gar nichts. Geht nur hoch und runter. Ah. Okay. Hilfe liegt aber machbar. Reit hier kein Zugriff. Was ist jetzt hier? Hoch. Ach, egal. So. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Der Wald ist auch gemütlich. Für mich zumindest. Ah, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Mr. Wee? Ja. Etwas unruhig. Ich muss aber sagen... Oh, danke. Selbst die Pessimisten... Ich bin schon ganz Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Ja, das soll... krampfhaft nicht so machen hier. Schade. Ja, ich benutze jetzt hier an der Stelle einfach mal die Schnellreise. Und dann gucken wir gleich mal weiter. Ich mache kurz eine Aufnahmepause an dieser Stelle. Und bin natürlich gleich wieder zurück.
So, da bin ich wieder. Oh, und weiter geht's. Wir sind stehen geblieben. Müssen wir gerade mal gucken. Hier, Karte Hogwarts. Gerade mal hier vorbeischauen. Machen wir hier gerade mal Wegpunkt hin. Und dann gehen wir zum oberen. Das ist vielleicht gleich vor die Türe. Am besten wäre es natürlich. Vorm Loch. Direkt davor. So. Lade, lade. Perfekt. Ja, das eine ist hier und das andere. Ja. Jo, okay. Ganz schnell durchjumpen hier. Aber wir sind doch irgendwo. Oh, oh, ein Ruckler. Hatten wir ja noch gar nicht in dem Spiel. Perfekt. Dann warten wir mal. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Immer hier irgendwie auf den Boden setzen. Ne? Ja. Sebastian, lange nicht gesehen. Auf den Boden Stimmt. setzen. Fünf Schön, Stunden dass du warten. Meine Eule erhalten hast. Bis der hier auftaucht. Was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Natürlich. Ah. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Der Mantel ist schon geil. Aber da fehlt das ist echt. Vielleicht sollten wir woanders cool. darüber reden. Mit den Bewegungen. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Sieht so basic aus. Von Wissen von diesem Ort. Die wissen das nicht. Hier lang. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Oh, Krypta. Die Krypta. Null Uhr. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Privé, sie liebte dieses Spiel. Würde ich noch mal wieder... Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Das kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Okay. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Ja. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein. Jemand in seiner Familie wusste davon. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören. Und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig. Aber dieser Ort bedeutet... Verstanden. Okay. Warum hat Ominous ein Geheimort. Nichts übrig? Die Familie seines Die meisten von ihnen sind bis... Wie dem auch sei. Ah. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ah, denke ich auch. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen. Alles inklusive. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiert. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Ein neuer Zauber. Ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Confringo, was war denn das für einer? Wüsste ich jetzt nicht, was das für einer war. Ja, simpel. Du hast es raus. Mächtiger Zauber. Richtig auszuprobieren. Konzentriere dich aber auf die Ziele. Hier kann ich doch irgendwo meinen
mein Menü machen. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich. Genau, jetzt machen wir hier von Confringo und Confringa, oder was? Wie hieß er? Nee. Ramos, das war der, den wollten wir auf. Oh, wo wollten wir den da hinsetzen? Den machen wir mal hier hin, den machen wir hier hin und den machen wir hier hin. Einfach so nach Gefühl. Dann haben wir noch was offen. Hier gerade. Machen wir das so anders. Oh, jetzt hänge ich gerade. Machen wir so. Okay. Das sieht doch schon besser aus. Das Confringo etwas weiter reicht als ein Spruch wie Incendio. Okay, gut. Gut gemacht. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Gut so. Gut gemacht. Perfekt. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten. Ich war schon länger nicht mehr hier. Das mit deiner Schwester tut... Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Ja. Sag mir wann und wir treffen uns. Einen neuen Schüler zu treffen. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens... Wo soll ich da bloß anfangen? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast. Über den Portschlüssel. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du siehst. Ich höre. Du musst versprechen. Ich habe dir von der Geheim... Na gut. Alte Magie? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Fick und ich glauben das. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauber... Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig, da mittlerweile so... Bleib hier... Ja, gut, wunderbar. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Hat auch noch irgendwas hier in Sicht. Confringo! Ah, der zerstörerische hier. Boah. Haut alles auseinander. Der gefällt mir richtig gut. Warte, wer zum Entwaffnen? Da will ich gerade mal gucken, ob ich den hier ändern kann. Entwaffner. Hier muss. Der war der hier, den machen wir auf Y. Machen wir auf A. Unseren Felsenfestnehmer. Dann machen wir auf B unseren Flügel. Dann dürfte das, glaube ich, so funktionieren. Oh, schön. Okay. Bin mal gespannt. Raum der dunklen Künste. Da gibt's mehr bald davon. Hallo Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen. Und Kräuterkunde? Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Ja. Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder?
Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fake helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Glaub mir, Ominous. Ich sage kein Wort. Ja. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schön, Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Komm, Pringo! Wenn du jemand Neues aus meiner Mitte helfen würde... Wenn wir rumzaubern... Das ist schön, der Zauber, der gefällt mir. Explosiv. Cool. Gehen wir nochmal zum nächsten über. Gleich mal hier markieren. Zack. Und die nächste Mission in Angriff nehmen. Wupp. So. Jetzt haben wir auch immer das Buch. Der ewige Begleiter. Sehen wir mal genau, wohin wir müssen. So. Mitnehmen. Jetzt switchen wir mal um. Oh. Professor Weasley? Ja, nicht da. Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Sehr geil. Geheime Türen. Hier Gang und Gebe. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Ja, Sherlock. Gucken wir mal, was sie zu sagen hat. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise brauchen wir für unsere Outfits. Schüler rein zufällig auf diesen Raum, wenn überhaupt. Ich wollte sie nur darauf hinweisen, wie sie ihn finden, indem sie sich an dieser Wand auf ihren Wunsch konzentrieren. Aber sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Ja. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben, danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Okay, sehr schön. Wir sind durchballern. Perfekt. Wunderbar. Der Verschwindezauber. Ivanesco. Machen wir auf Y drauf. Stühle. So. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Weg und weg.
Kann ich sie jetzt auch verschwinden lassen? Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ist das? Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Dabei waren sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Dick finden? Ja, Professor. Ja. Können Sie nicht leiser sein? Ein Revelio. Hallo, ja. Ach, hier. Kann ich jetzt dann hochklettern? Ah, okay. Wie schlecht drüber. Ah, ne. Hoffentlich ist das stabil. Oh, dann krabbeln wir mal. Okay. Ein Fall gefährdet hier. Oh, Klo. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Ja, sehr schön. Ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Privet. Ach hier. Privet. Ach hier. Okay. I used to be up to no good, no good, ayy. Now I got all of these shows booked, okay. Now I'm the man in my whole hood, damn, ayy. Think I'm doing pretty well, I used to be up to no good.